Ja, in der Vorbereitung ist immer viel zu tun. Die neue Saison fängt an, Gehalt hat aufgehört und ja, von daher war es natürlich die letzten Monate sehr intensiv, ist normal. Von daher wird es jetzt aber langsam einen Tacken ruhiger. Also wir haben jetzt 10 Neuzugänge bzw. 2 Jungs aus der U19, die fest oben mit dabei sind. Und ja, wir wollten eine Mannschaft zusammenstellen, die einfach charakterlich gut zusammenpasst und die Werte dieses Vereins nach außen vertritt und die aber auch als Mannschaft dann wirklich funktioniert. Wir haben einen fußballerischen Ansatz. Wir wollen attraktiven, offensiven Fußball spielen und bestmöglich auch erfolgreich. So, natürlich schaut man dann, dass die Jungs da auch zusammenpassen. Wir wollen sportlichen, offensiven Fußball spielen. Wir haben einen fußballerischen Ansatz, wollen aber auch über Standardsituationen erfolgreich sein. Ja, ich glaube, so kann man es grob zusammenfassen. Der Moritz Montag spielt seit einigen Jahren in der Regionalliga. Einer der besten Rechtsverteidiger in der Liga, hat letztes Jahr eine richtig gute Saison beim Wuppertaler SV gespielt. Und ich bin froh, dass Moritz da ist, weil er eine unfassbare Geschwindigkeit hat, guten Offensivdrang, torgefährlich sein kann. Und ja, an Moritz werden wir viel Spaß haben. Der Marius Kleinsorge ist ein sehr erfahrener Spieler. Trotz seines Alters mit 27 hat er, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal in die dritte Liga aufgestiegen. Ein absolut guter Typ, der sich um jeden in der Mannschaft kümmert, auch in der Kabine. Ja, ein sehr, sehr beliebter Spieler. Ja, mit Moritz haben wir einen Spieler zurückgeholt, der vor einigen, vielen Jahren schon mal hier war, der viel rumgekommen ist, Europa League gespielt hat, Bundesliga gespielt hat. Ja, über Moritz brauchen wir nicht viel erzählen. Er wird der Mannschaft durch seine Erfahrung helfen. Er hat eine sehr, sehr hohe individuelle Qualität. Und ich glaube, da haben wir einen guten Pool landen können. Kerem spielt seit der U13 im Verein, ist ein RWOler durch und durch, spielt eine super Vorbereitung bislang, Kerem, muss man sagen. Hat auch letztes Jahr schon Einsätze bekommen, war letztes Jahr schon regelmäßig bei uns im Trainingsbetrieb. Das merkt man einfach, weil er einfach auch sehr weit ist dann schon. Und ja, er wird mit Sicherheit seinen Weg gehen. Manfredas ist ein Stürmertyp, den wir in den letzten Jahren so nicht hatten. Sturmtank, was in der Liga einfach auch oft wichtig ist, dass man einen großen Stürmer hat, den man anspringen kann mit dem Rücken zum Tor. Standards wird uns sehr weiterhelfen, offensiv wie defensiv. Von daher sind wir auch da froh, da waren einige andere Vereine auch dran, dass er sich dann für uns entschieden hat.